Die netten, nackten Englein aus der Bibel und der Tora, Ibsens stolze Nora und Botticellis Flora, Salome, Athene, Georgi und Hermine, fiktive Frauen vernascht man ohne Schuld und ohne Sühne, denn es gibt sie gar nicht wirklich und doch gibt sie irgendwie. Es gibt sie hier in mir, hier in meiner Fantasie, die für ein paar Sekunden ihren Seelenleben schenkt. Die sind bestimmt sehr dankbar dafür, dass man an sie denkt. Ich sag's immer wieder, es hat einfach keinen Zweck. Ich schäme mich beim Wichsen. Ich wichs einfach nicht ein. Es hat mir nie geschadet und doch immer gut getan. Wenn's nicht Gottes Wille wäre, käme ich gar nicht dran. Ohne könnte keine Frau mehr ausgehen in der Nacht. Und jeder andere Mann hier hat es auch schon mal gemacht. Ich sag's immer wieder, es hat einfach keinen Zweck. Ich schäme mich beim Wichsen. Ich krieg's einfach nicht weg. Geht direkt zur Sache, ohne Kinoschlange stehen, ohne jeden blöden Smalltalk, ohne teuer Essen gehen. Und wenn dabei gestöhnt wird, gar kein Zweifel, es ist echt. Und man macht sich selber meistens gar nicht mal so schlecht. Ich sag's immer wieder, es hat einfach keinen Zweck. Ich schäme mich beim Wichsen, ich krieg's einfach nicht weg.